Stadion. Hallo Erik. Ja, im Stadion, das erste Mal seit 2 Jahren. Irgendwie komisch, aber auch schön. Also ich bin ein bisschen geflasht gerade. Zumal die beiden Keeper gerade rauskamen und tatsächlich schon die Gesänge losgingen. Und das habe ich irgendwie ganz lange vermisst, glaube ich. Ja, herrlich. Gutes Gefühl. Wir sind heute am Millantor, FC St. Pauli Heimspiel gegen den Jahn, den Tabellenführer, aus Versehen. 12 Punkte. Oder hast du das mal wieder kommen sehen? Nee, ich habe ja vor der Saison tatsächlich Regensburg als Absteiger getippt in meinem Tippspiel. Insofern habe ich es natürlich gar nicht kommen sehen, also das Gegenteil von dem, was gerade passiert. Aber ja, das erfrischt doch, wenn die alten bekannten Gesichter unten in der Tabelle sind und frische neue sich oben rumtummeln. Das ist auch mal schön. Ich finde es super. Also wir kommen mal wieder bei einem Live on Tape am Millantor. Wir schalten uns gleich mal wieder rein, wenn das hier losgeht. Bis später. So, der SSV Jahn ist da, wir spielen seine Hymne. Die Hymne läuft herrlich, schöne Aura wird gerade gespannt, der Tabellenführer. Ja, mal gucken, ob sie es nach dem Spiel noch sehen. Denn nur was richtig sauber ist, kann richtig glänzen. Das ist echt 60er Jahre, würde ich sagen, oder? Der 70er. Oder 70er sogar schon. Das große Jahrzehnt der Werbejingles. Herrlich, herrlich. Oh, da kommt ein Bekannter, da muss ich gleich mal grüßen. Aber die Sänger haben noch sozusagen auf der Palmflöte oder Blockflöte oder wie das Ding da heißt, eingespielt. Ja, jedenfalls nicht vom Keyboard. Aber ich muss Hallo sagen. Das ist das gute alte Oberbayern. Also auf dem Papier eine tolle Aufstellung, ne? Ja, also bis auf die eine Umstellung ist das so die Standardstartaufstellung, die wir eigentlich erwartet haben. Herr Wiekow ist mit am Start als Außenverteidiger für den vakanten Posten von Herrn Zander. Das finde ich aber gut. Also Eigengewächs und kann sich jetzt hier mal beweisen gegen den Tabellenführer. Ich bin gespannt. Vom Jahr in die Regensburg kannte ich ehrlich gesagt gar keinen. Ne? Doch, tatsächlich hat mich gerade ein Kollege auch heute gemacht auf den Sinken mit dem indischen Namen. Das ist ein ehemaliger Bayern-Spieler, also Bayern München. Insofern, ich glaube, ursprünglich aus Neuseeland, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist nicht ganz so unbeschriebenes Blatt, aber du hast recht, die anderen kannte ich auch alle tatsächlich gar nicht. Ein ehemaliger Schalker war noch irgendwie am Start, aber das war es dann auch. Ich freue mich auf Herrn Wiekow heute, da bin ich auch gespannt, was er. Ja, auf dass er hoch und runter marschiert. Die Biene. Wie kauft die Biene? Wir melden uns gleich nach dem Anpfiff noch mal ganz kurz, ne? Ja, tschüss. Das Herz von St. Pauli, ne? Geht das hier auch auf? Ja, das geht mir auch auf. Und jetzt wird mitgesungen. Das Drittelstadion macht das eigentlich ganz gut. Also es ist tatsächlich eine überraschend gute Stimmung, finde ich. Und es ist doch relativ laut. Ja, super. Ich finde es super. Und du? In die Ferne hinaus, das Herz von St. Pauli, das ruft mich zurück. Denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Hause. Ja, doch schon immer wieder ganz geil, hier zu sein, ne? Ja, super. Frohe Freude. Vom Stimmung her, gutes Gefühl. Ja, kann man sich dran gewöhnen, habe ich fast gesagt. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich tatsächlich
Nicht ganz so wie früher, aber es kommt dem schon sehr nahe. Und Dom ist ja auch wieder, man sieht tatsächlich noch ein paar Schaustellergeschäfte durch die Ecken des Stadions. Das ist auch irgendwie sentimentale Erinnerung. Den Michel sieht man, ja, ist irgendwie, wir sitzen ja sonst auch nie an der Stelle, wo wir jetzt sitzen. Insofern hat man nochmal ein bisschen einen anderen Standpunkt. So, H9, Haupttribüne neben den Rabauken, die heute hier in Shirt und kurzer Hose aufgelaufen sind. Kurz, würde man als Radfahrer sagen, in kurz angekommen. Ja, so, gleich geht's los. Wir melden uns nach den ersten 10 Minuten, also wenn es 2-0 für St. Pauli steht. Ja, ich bin dann soweit. Dritte Minute, St. Pauli mit Vollgasfußball. Erste Ecke und tatsächlich eine Änderung, eine spontane Änderung in der Startaufstellung. Eric Smith ist nicht dabei wegen Verletzung anscheinend, dafür Aremu. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Langer Ball auf Jere, Becker mit dem zweiten Ball auf Jere an der Strafraumgrenze, ein bisschen rumgetanzt. Ja, es muss mehr getanzt werden. Und jetzt kommt er rein, aber leider auch an Freund und Feind vorbei. Freund und Feind vorbei. Aber sie machen eigentlich einen guten Eindruck gerade. Ja, sehr schön. Also, Abteilung Attacke beim FC St. Pauli. Ganz genau. Kommando Boys in Brown. Genau, jetzt ist angestimmt worden die Hymne unseres Fanclubs, der Kommando Boys in Brown, genau. Ja, jetzt geht es so ein bisschen ausgeglichen hin und her, nachdem wir ganz gut gestartet sind. Ja, mal gucken, ob wir tatsächlich noch ein schnelles Tor bekommen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das durchaus jetzt noch passieren sollte. Also ein Tor für St. Pauli. Natürlich. Du bist ja richtig unten, wenn denn ja, richtig. Ja, natürlich richtig rum. Das wäre fatal. Aber auch das könnten wir. Wir können auch Rückstände, haben wir ja gesehen. Das stimmt. Oh, und Vasili heute im Bodo Hübner Gedächtnistrikot. Ja, stimmt. Hat so ein 80er-Jahre-Outfit. So ein klassisches Lila, was es tatsächlich, ich dachte so, das gibt es heutzutage gar nicht mehr, aber es wird ja alles wieder modern. Sehr schön. Und jetzt kommt der schnelle Konter hoffentlich. Vorteil. Und nee, er ist im Abseits. Nee, doch keiner. Zu lange gewartet, Marquinhos. Eigentlich fühlt sich das gut an. Also wir haben eigentlich den Gegner, finde ich, gut im Griff. Ja, Stirnfrüh. Ja, Stirnfrüh machen relativ frühes Pressing und gehen tatsächlich auf die angespielten Verteidiger beim Rausspielen. Also das ist super. Und wenn jetzt noch der letzte Pass im 16er kommt, wie es jetzt fast passiert wäre, dann brennt es da lichterloh. Das wäre natürlich auch schön. Und inzwischen haben wir auch Hamburger Wetter. Also diesen Nieselregen, der dich in 3 Sekunden durchnässt. Genau. Das Hamburger Wetter ist ja tatsächlich, glaube ich, deutschlandweit bekannt mittlerweile. Insofern wird es nicht unbedingt ein Vorteil sein für uns, aber fußballerisch sieht das auf jeden Fall super aus. Ja, wir melden uns nach dem ersten Tor für St. Pauli. Also in wenigen Minuten, ne? Ja, nachdem der Jan uns ein bisschen eingeschläfert hat, jetzt mal wieder ein bisschen Druck. Und auch Druck kann schön sein. Ja, nach einer sehr guten Kopfballchance von Guido und jetzt einem Abschluss von Kirei und vielleicht noch die Möglichkeit aus der zweiten Reihe. Noch ist der Ball bei uns. Jetzt kommt nochmal der Pass, aber dann vertändelt sich tatsächlich Herr Hartl an der 16-Meter-Linie und Regensburg kann klären. Ja, aber vom Tabellenführer ist nicht viel zu sehen. Also bis auf einen Distanzschuss und eine Ecke war, glaube ich, nicht viel wirklich am Start. Also es sieht jedenfalls nicht Bundesliga-reif aus bis jetzt, was Jan hier spielt. Da will der FC St. Pauli mit einer Viererkette gleich am gegnerischen Strafraum. Ja, die werden ganz gut angelaufen hinten. Das finde ich gut. Und tatsächlich versuchen wir wirklich schnell zu spielen, schnell gegen die Kette anzulaufen. Und das gelingt bis jetzt ganz gut. Das Einzige, was fehlt, ist eigentlich das Tor. Für St. Pauli. Wir hatten ja gesagt, wir melden uns erst dann, aber ich habe gelogen. Du lügst doch immer. Weil er Guido heißt und ich Axel Alex Meyer, deswegen steht es noch 0-0. Ja, 22. Minute, ganz toller Konter, beziehungsweise schöner Pass auf Burgstaller. Der ist alleine vom Torwart, muss eigentlich direkt nehmen. Nimmt den aber erst an und dann hat sich die grüne Mauer des Torwarts aufgebaut und es war zu spitz mit dem Winkel. Das musste eigentlich schon ein Tor sein. Klingelst du mit dem Schlüsselbund mal kurz? Ja, genau.
Packerada, Ecke rein und abgewehrt. Zwar dabei bei St. Pauli, Hartl, aber ich glaube, das war's. Jetzt langer Ball raus. Genau, da kommt das Lieder ins Spiel. Aber der zweite Ball, da hat der Herr Hartl zu kurze Stollen, da kam er nicht mehr ran. Aber sie machen gut Druck. Der zweite Ball ist wieder bei uns. Oh nein. Und jetzt kommt der Konter tatsächlich. Schlechte Flanke von Aremua aus dem Halbfeld, aber zum Glück können wir uns wieder rechtzeitig sammeln und Jan ist, glaube ich, froh, dass sie jetzt ein bisschen durchatmen können. Die hatten so ein bisschen Brom im Wasser heute Morgen, ne? Ja, ich glaube ja. Also die sind, glaube ich, ganz froh, dass es noch 0-0 steht, weil irgendwie ist das ein reines Verteidigen, was sie spielen bis jetzt. Also man kann, ich habe heute Morgen ja gelesen, Schönheit entsteht nicht nur im Auge des Betrachters, sondern durch das Betrachten selbst. Und hier haben wir Schönheit durch Druck und sinnhaftes Gestocher. Reicht vorne und den auf den Füßen stehen einfach, ne? Ja, klar. Und vor allem auch tatsächlich gar nicht aufgeben. Auch wenn man einen Fehlpass kommt, dass man tatsächlich dann den nächsten Ball halt wieder angeht. Ist sehr laufintensiv, sehr konditionell ist da sehr viel gefragt, aber ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile eine gute Bank, wo dann tatsächlich, wenn die Kräfte alle gehen sollten, noch was passieren könnte. Also wir geben gerade körperlich auf jeden Fall Vollgas hier. Also melden wir uns jetzt endlich mal beim ersten Tor für St. Pauli Weiler. Ne? Genau. Hoffentlich gleich. Good running game. Wabi-Sabi heißt auf Japanisch die Art und Weise der Kunst, etwas auch nicht zu vollenden. Das haben wir im Moment hier gerade so ein bisschen. Ne? Ja, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass Regensburg gerade eine exzellente Chance vergeben hat. Tatsächlich aus 7 Metern direkt auf den Torhüter-Volley abgeschlossen. Aber zum Glück stand der Keeper richtig und konnte ihn parieren. Und wir haben eigentlich jetzt mittlerweile schon diverse hochkarätige Chancen gehabt, die wir haben liegen lassen. Also langsam wird es Zeit, dass das besagte 1-0 fällt. Das wäre schön. Obwohl mir aufgefallen ist, dass ein richtiges Kunstwerk wollen die daraus nicht machen. Also sie legen sich immer noch mal den Ball vor, anstatt direkt abzuschließen. Ja, das halte ich Ihnen auch vor. Aber dieses Kunstwerk, wie zum Beispiel Kéré durch die Abwehr rein tänzelt und die Bälle annimmt, direkt aus der Luft weiterspielt, das ist schon toll anzusehen. Es wäre natürlich schön, wenn das auch von Erfolg gekrönt wäre und am Strich. Und wenn es ab Dienstag auch noch beim FC St. Pauli zu sehen wäre. Das wäre das Wichtigste. Dienstag schließt, glaube ich, das Transferfenster und meiner Meinung nach ist das einer, der tatsächlich auf jeden Fall Bundesliga-reif wäre. Deswegen wäre das schön, wenn wir ihn möglichst lange noch bei uns in den Reihen haben. Jetzt, schade. Aber eigentlich, ich würde mal sagen, das Zepter haben sie auf jeden Fall in der Hand. Ballbesitz, würde ich mal sagen, ist so bei 70% bei uns gefühlt, wenn nicht noch mehr. Aber jetzt muss mal, es fehlte der Abschluss aus 20 Metern. Vielleicht jetzt mal. Knapp daneben, McKinnock. Jetzt haben wir uns gehört, der schießt endlich mal aus 20 Metern. Diesmal direkt abgeschlossen. Also geht da eine Ecke hin. Ganz kurz vorm Kunstwerk, würde ich sagen, vor der Vollendung. Ganz kurz. Eigentor wäre es auch nicht so schlimm. Würden wir auch nehmen. Würde ich auch nicht böse sein. Gleich erzählen wir von einer schönen Szene noch beim Einwurf mit Géré hier an der Seite. Ja, aber natürlich direkt bei uns hier vor der Haupttribüne eine Fehlentscheidung vom Linienrichter, wo das ganze Publikum gesagt hat, das kann gar kein Einwurf für Jan sein. Und Géré hat natürlich ziemlich gemeint, guck dir dich um, alle haben es gesehen, dass es so war und du pfeifst in die falsche Richtung. Und tatsächlich postwendend, die nächste Szene war dann auch eine brenzlige Geschichte und er hat tatsächlich einen Einwurf für uns gegeben. Und da konnte sich Géré tatsächlich nicht zusammenreißen und hat ihm tatsächlich den Daumen gezeigt, den positiven, dass er alles richtig gemacht hat, nachdem er vorher ihn so ausgezählt hatte. Also den Schalk im Nacken, das gefällt uns gut. Jetzt Einwurf für St. Pauli, hallo. Das ist aber nicht die feine Art, Herr Wesseler oder wie der Mann heißt. Ja, irgendwie ist mit Berger, Burger, Nummer 13 auf jeden Fall. Gerangelt an der Seitenwanne. Wir schwellen uns wieder, wenn St. Pauli 1-0 führt. Also bis gleich. Abseits-Tor für St. Pauli, McKinnock. Das Tor, aber Abseits war, glaube ich, Burgstaller. Burgstaller war tatsächlich im Abseits und dadurch, dass sie sich kaum beschwert haben, war das wohl auch richtig gepfiffen. Bei uns in der Euphorie haben wir es natürlich gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl es genau auf unserer Höhe war. Aber das Tor ist tatsächlich, gilt nicht, schade. Hoffentlich kommt bald mal ein richtiges dazu.
Aber es war ganz im Sinne eines Wabi-Sabi. Ein Unfall endet es aber wunderschönes Kunstwerk. Ja, auf jeden Fall. Es waren tolle Szenen. Also tatsächlich, ich glaube, drei Leute dann mit einem One-Touch-Fußball und dann der Abschluss. Leider der erste Schuss wäre, glaube ich, wenn der reingegangen wäre, hätte es keinen Abseits gegeben. Aber der zweite, der Abpraller, da war es dann tatsächlich Abseits. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Aber auf jeden Fall ist das richtig gut, was wir hier spielen. Ich glaube, es wird in der Zusammenfassung gar nicht gezeigt, weil ja noch drei Tore für St. Pauli fallen. In der ersten Halbzeit, ne? Genau. Selbstverständlich. Guido Burgstaller, wie ein junger Hase, schlägt Haken. Der Jan mit vier Leuten läuft einfach nur hinterher. Ist wunderschön mit anzugucken. Janis Wiekow spielt aber... Ein schöner Scherenschlag, also ein Fallrückzieher, ein Seitfallzieher sozusagen von Marcel Hartl, der aber leider sein Ziel um 2 Meter nach oben verfehlt sozusagen. Aber toller Spielzug. Auch Janis Wiekow spielt wirklich ein super Match bis jetzt. Also gefällt mir gut, was er da auf der Außenbahn macht. Und jetzt spielen sie für die Galerie, ne? Ja, für die Galerie. Also ein bisschen mehr Effizienz würde ich schon gut finden, was jetzt den Torerfolg angeht. Aber man kann keinen Vorwurf machen. Also sie machen alles richtig bis jetzt. Ja, und außerdem sind wir hier, um Schönheit zu sehen und Kunst. Und, keine, genau. Und das passiert auf jeden Fall. Wenn die Tore und Kunst sind, meinetwegen. Und wenn nicht, dann nicht. Genau, und jetzt wird tatsächlich, und auch das wieder... In der gegnerischen Hälfte tatsächlich der erste Angreifer Burgstaller gerätscht rein und verursacht einen Einwurf. Das ist wirklich, die hauen sich voll rein körperlich. Das ist sensationell. Carsten Rothenbach Gedächtniskunstwerk. Ganz genau. So kann man das auch sagen. Wo wir gerade bei Kunst sind, das ist auch eine Kunst, so viel Fehlentscheidungen zu pfeifen. Ja, Fehlentscheidungen sind ja immer relativ, aber tatsächlich befinden sich jetzt meistens relativ viele weiß-rot gekleidete Spieler des Längeren auf dem Rasen liegend, wo man gar nicht weiß, aus welcher Aktion diese Situation zustande kommt. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich glaube, zum Luftholen werden jetzt so ein bisschen Theaterschauspielereien mitgenommen sozusagen. Und solange der Schiedsrichter das pfeift, ist es tatsächlich so und lässt sich nicht ändern. Ist schade, aber vielleicht strike ja das Karma back. Oh ja, strike, Karma strikes back, sehr schön. In Form von Avis Aremu vielleicht oder Medic raus auf Becker. Kleinkunst, aber immerhin St. Pauli Ballbesitz. Es ist jetzt die 40. Minute, also für das erste Tor für St. Pauli in der ersten Halbzeit brauchen wir noch 5 Minuten. Ja, ist tatsächlich. Es ist tatsächlich auch wieder so diese Entscheidung. Also der Schiedsrichter hat tatsächlich ein bisschen einen schlechten Stand jetzt hier im Stadion bei den 10.000 Zuschauern. Da hat er dadurch, dass er in den letzten 5 bis 10 Minuten sehr verunsichert wirkte, nicht dazu beigetragen, dass es ein angenehmer Spielfluss ist und die Entscheidungen, die er pfeift, tatsächlich auch richtig sind. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt da auch eine bessere zweite Halbzeit für ein Schiedsrichterteam. Das wäre auch schön. Bei St. Pauli werden nicht nur Spieler ausgebildet, sondern auch Schiedsrichter. Ich habe tatsächlich vorhin eine Szene gesehen, da habe ich mich gewundert. Da war tatsächlich der Schiedsrichter schneller im Sprint auf den 16er zu als alle anderen Feldspieler. Also der scheint noch relativ jung zu sein. Insofern körperlich Fitness auf jeden Fall da. Er hat noch nicht so das richtige Händchen, vielleicht kommt das ja auch nochmal. Mal gucken. Aber wir sind natürlich auch gar nicht objektiv. Dürfen wir auch gar nicht sein, wollen wir gar nicht sein. Wir wollen ja St. Pauli siegen sehen. Also insofern, Allee, Braun-Weiß. Und ich habe gesagt, wir melden uns beim 1:0 für St. Pauli und beinahe wäre es gewesen. Guter Zeitpunkt, hast du gesagt. Ja, 45. Minute, Ecke und ich glaube, Medic kam da, hat sich am höchsten hochgeschraubt und kam zum Kopfball. Und aus unserem Winkel war es tatsächlich so, dass es gar nicht vorbeigehen konnte, das gute Stück. Aber es hat tatsächlich, haben ein paar Zentimeter gefehlt und er ging am Pfosten vorbei. Aber sie machen das gut. Sie haben tollen kämpferischen Einsatz. Da wird kein Ball verloren gegeben. Einer setzt sich für den anderen ein. Sie hauen sich voll rein. Wenn fußballerisch jetzt auch noch ein Erfolg dazu kommt, in Form von Zählbaren, wäre es top. Zumindest haben sie es so schon umgesetzt, dass sie ab und zu mal aus der zweiten Reihe angefangen haben zu schießen. Jetzt nochmal Wiekow über außen. Flank dran, kommt zum Flanken, aber ein weiß-rotes Bein kommt dazwischen. Aber der zweite Ball landet wieder bei uns. Und jetzt kommt der Halbzeitpfiff. Ja.
Ja, wir haben eine gute erste Halbzeit gesehen von St. Pauli. Das Einzige, was nicht passiert ist, ist, dass das Tor gefallen ist. Aber ja, eins ist gefallen und nicht gegeben worden. Aber die waren wirklich toll. Bravo St. Pauli. Diese erste Halbzeit war schon ein Kunstwerk im Sinne von Wabi Sabi. Jetzt vielleicht mal eine andere Form von Kunst in der zweiten. We love you auf jeden Fall. Das war großartig. Standing Ovations. Und gleich kommt der Schiedsrichter, dann wird es auch laut, würde ich mal sagen. Das war die Performance-Bezeugung für den Schiedsrichter. Ja, da kamen tatsächlich ein paar Buhrufe und Pfiffe tatsächlich dazu. Und ja, wie gesagt, also wir waren der gleichen Meinung, dass er da ein bisschen unglücklich gewirkt hat bei ein paar Entscheidungen und tatsächlich immer gegen unseren FC St. Pauli unglücklich. Und insofern muss er dann auch mal da durch und muss sich die Pfiffe anhören. Mal gucken. Hattest du bei dem Pfiff im 18-Meter-Raum auch Strafstoß gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Also das hatte ich nicht gesehen. Deswegen, auch das müsste ich mir nochmal angucken in der Zusammenfassung. Vielleicht wird das ja gezeigt, aber ich habe da nichts gesehen, was da irgendwie dazu hätte führen können, dass es Elfmeter gibt. Also, aber vielleicht. Es war doch super. Ja, genau. Das sagen wir die ganze Zeit. Wir haben Regensburg niedergerungen. Ja, es war ein Kunstwerk. Und sogar gegen den Schiedsrichter spielen müssen. Also, außerdem sieht man, wie schwach der HSV ist, wenn man sich mal anguckt, was Regensburg so auf den Platz bringt. Siehst du, so ist es. Noch einmal 45 Minuten nervenzerreißendes Heimspiel. Astra empfiehlt. Die Kunst, ein ausgemachtes Arschloch zu sein, hat der Jan aber auch in Form der Vier. Ja, der Vierer hat tatsächlich in der ersten Halbzeit schon geglänzt durch irgendwelche komischen Einlagen, die nicht zuordnbar waren. Und das geht hier nahtlos weiter in der zweiten Halbzeit, genau wie das Spiel nahtlos weitergeht. St. Pauli ist deutlich überlegen auch wieder, aber die Annäherung, die finale Annäherung findet nicht statt. Also es gab tatsächlich eine sehr gute Kopfballchance von Mackinock, wo es so aussah, als wenn er aus 3 oder 4 Metern tatsächlich freistehend übers Tor köpft. Aber er hatte leider einen Tick zu viel Rücklage. Aber eigentlich machen sie das genau das gleiche wie in der ersten Halbzeit, spielen souveränen Fußball, hauen sich auch richtig in die Zweikämpfe. Ja, und der Jan tut es einem tatsächlich leicht, indem er so seltsame Schwalben an den Tag legt, dass man ihn nicht gern haben muss sozusagen. Und die müssen ja irgendwie gerecht werden im Sinne eines Gesamtkunstwerkes. Das ist jetzt die wievielte Ecke, die vierte, fünfte? Ja, irgendwie sowas. Und jetzt wird es mal tatsächlich an der Zeit, dass wir mal jubeln dürfen. Also ich mache mich schon mal bereit. Ich bin auf jeden Fall soweit. Wir sind soweit. Bereit, weil ihr es seid. Ach nee, das waren die anderen. Oder versteckte Wahlwerbung. Wer klingelt mit dem Schlüsselbund? Hinein, hinein, hinein. Oh. Zwei dabei bei St. Pauli. Der Schiedsrichter bleibt seiner Linie treu. Irgendwie in der Ausbildung befindlicher junger Mann. Ist tatsächlich leider der rote Faden, dass es nicht wirklich eine glückliche Hand ist, die der Schiedsrichter mit seinen Entscheidungen hat. Aber ist, glaube ich, müßig. Am Ende des Tages ist ja der Schiedsrichter nicht derjenige, der die Tore schießen muss. Aber wir spielen tatsächlich gefühlt gegen einen Mann mehr in Blau. Na, ich würde ja sagen zwei. Wir haben doch hier noch so einen Linienrichter, der aber auch ein Knick in der Linse eingebaut. Ja, also der auf unserer Seite hier tatsächlich hat es bis jetzt auch noch nicht so wirklich berauschend gemacht. Aber jetzt wieder an meiner Mittellinie tatsächlich den Ball schnell erobert, zwei Pässe nach vorne. Ah, da kommt der letzte Pass nicht an. Der letzte Pass in den 16er kommt nicht an. Da war Mackinock, hätte blank gestanden vor dem Torwart. Aber leider ist die Chance tatsächlich vergeben worden. Und auch der Vierer sammelt wieder seine Pfiffe ein. Insofern. Ja, was offensiv von Jahren kommt, ist tatsächlich alles andere als Tabellenführer zweite Liga. Das ist eher so Kick-and-Rush-Fußball. Mal gucken. Unsere Freunde auf der Süd, die beiden Vorsänger von USP, können auch, aber auch nicht. Kire am 16er am Ball, aber leider ein bisschen zu weit abgetragen Richtung Eckfahne. Hat den Ball noch am Fuß. Händelt sich jetzt aber gegen zwei Gegenspieler fest und verliert den Ball. Und
Der Ball wird geklärt von Jan mit einem Handspiel an der Mittellinie, dass wir den Ballbesitz wieder haben. Ja, es ist ein Einbahnstraßenfußball. Ja, mal gucken. Schulle hat tatsächlich schon seine ganzen Ersatzspieler zum Warmmachen geschickt. Ich kann mir vorstellen, dass hier der ein oder andere neue Kandidat für den Torschuss eingewechselt wird. Also ich glaube, sieben Auswechselspieler machen sich schon seit geraumer Zeit warm. Also der Druck auf die Elf wird aufgebaut von außen, dass da demnächst Wechsel stattfinden können. Freistoß von kurz hinter der Mittellinie von Ameru auf Außen, Aremu auf Außen, auf Wiekow, tankt sich am Gegenspieler vorbei und wird zu Fall gebracht und es gibt Gelb, es gibt gefühlt die erste gelbe Karte. Wir haben schon vermutet, er hat gar keine dabei, aber das ist der Beweis, er hat eine gelbe Karte dabei. Und an der 16-Meter-Raumgrenze, an der Ecke, gibt es jetzt einen Standard für uns. Mal schauen, was da passiert. Und wir melden uns jetzt gleich wieder, wenn es 1-0 für den FC St. Pauli steht. Ja, yeah, bis gleich. Also jetzt aber mal wirklich. Schöne Schussmöglichkeit von Giré. Da wünscht man sich eigentlich, dass er nicht trifft, damit er am nächsten Wochenende noch bei uns spielt. Ja, in dem Fall hast du tatsächlich recht. Also er hat sich wieder schön freigespielt, schön gesehen auf Mackenock, dass er den Ball durchlaufen lassen hat. Nimmt zwei Spieler raus und kann sich sozusagen die obere rechte Ecke aussuchen, zielt aber tatsächlich einen Meter zu hoch, sodass die Chance aus 16 oder 15 Meter waren es, glaube ich, tatsächlich relativ hoch vorbeisegelt. Ja, da fehlt das Zielwasser. Vielleicht kommt das ja jetzt ja noch. Der nächste Angriff rollt. Das ist tatsächlich wirklich Spiel auf ein Tor, wie in der ersten Halbzeit. Über Wiekow, der mich ja in seiner Körperbewegung sehr an Schulle erinnert. Ja, stimmt. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit, auch äußerlich, finde ich. Und ist, glaube ich, auch tatsächlich auf der Außenbahn, spielt ein sehr, sehr gutes Spiel bis jetzt. Kann man tatsächlich nur sagen, weiter so. 62. Minute, immer noch 0-0. Wir melden uns selbstverständlich, wenn das erste Tor für St. Pauli fällt. Vielleicht jetzt wieder im Angriff mit Giré. Paccarada auf der linken Seite stößt den Jan weg. Hohes Bein von Marquinhos. Das war jetzt auch so. Das war jetzt leider so. Okay. Dann melden wir uns eben gleich erst. Tja, so langsam wird Kunst raus. Ja, tatsächlich gab es einen sehr kunstvollen Schuss von Mackinock gegen den Außenpfosten. Nee, war Burgstaller. Burgstaller war es, ja. Okay. Jedenfalls ein toller Spielzug von St. Pauli über Kire und den Herrn Fied, der tatsächlich seinen Job bis jetzt nach der Einwechslung auch großartig macht. Den muss er eigentlich machen, der Guido, wenn er das dann war. Aber er hat sich die richtige Ecke ausgesucht, aber einen Tick zu lang. Und jetzt der nächste Schuss. Ja! Guido Burgstaller! 1-0, Burgstaller, er macht seinen Fehler wieder gut. In den Riss, hingehalten. Ja, tolle Überaußenbahn von Paccarada. Ich weiß gar nicht, wer der Vorlagengeber war, aber die Stimmung, ja, jetzt passt es wieder. Überfällig. Und das macht die Kunst erst zur Kunst, dann das 1-0 zu schießen, wenn es sein muss. Song 2, ich kann da nichts dafür. Wir singen einfach mit und tanzen. Das 1-0 für den FC St. Pauli in der, muss ich raten, 72. Minute vielleicht. Wunder, wundervoll. 74. Überfällig. War das noch das spielentscheidende Tor, darf nicht zu früh fallen, oder? Ein fröhliches Fußballgott hier aus der Haupttribüne. Und jetzt ist Medisch am Ball und spielt ihn raus auf Paccarada. Der Jan hat den Ball. Und St. Pauli klärt, aber zu kurz. Jetzt wird es hektisch. Benatelli ist da eingewechselt worden, um ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Bringt er auch. Und Einwurf für den FC St. Pauli. Den direkten Gegenzug haben wir überlebt. Es ist die 75. Minute, das Milan-Tor
ist zum Glück nicht gefallen. Ja. Es war gerade eine sehr gute Möglichkeit für Regensburg, weil da Herr Hartl tatsächlich den Ball da zu weit springen lassen und direkt durch zwei Gegner kamen direkt an den durch einen Doppelpass in den 16er und haben abgeschlossen. Aber zum Glück war zum Schluss noch ein rettendes Bein dazwischen, eine Grätsche von Medic, die uns gedacht hat. Jetzt Mackinock abgeblockt. Abgeblockt. Auch das war eine sehr gute Chance. Er stand schräg am 5-Meter-Raum im Spitzenwinkel, aber da kam noch eine Grätsche dazwischen und jetzt geht das hier richtig rund. Von die gefühlt zehnte Ecke für den FC St. Pauli. Und wir melden uns wieder, wenn der FC St. Pauli jetzt 2-0 geschossen hat. Ja, Gerät ist echt wirklich auf dem Zahnfleisch gewesen, aber das eine Mal hat er sich auf außen durchgetankt, fast eine Kopie des 1-0. Gerät macht das super und legt ab und Guido muss nur noch den Fuß hinhalten zum 2-0. Ja, aber das ist schon tatsächlich wirklich Zahnfleisch, was hier passiert. Da sind zwei, drei Spieler auf dem Platz, die haben, den sieht man an, dass die Krämpfe schon nach oben gehen des Körpers. Also es ist wirklich Zeit des Feierabends wird hier. Marcel Hartl mit einem wunderschönen Pass auf. Ja, super, Thierry. Super gespielt. Thierry, super war gespielt. War gar nicht Thierry. Ah ja, klar. Doch, Thierry war das. Durchgetankt. Ja, am Gegenspieler vorbei. Wundervoll. Den nochmal alt aussehen lassen und dann wirklich den Kopf hochgenommen und der muss nur noch den Fuß hinhalten. Perfekt. Tja. Schöner Spiel so. Das Kunstwerk wird rund. 89. Zwei Minuten zu spielen. Und 2-0 für St. Pauli. Und Guido wundert sich seinen Applaus ab. Ich glaube, Guido geht auch runter. Hat auch noch eine gelbe Karte bekommen gerade. Und Kofi Kerey. Ja, den Applaus hat er sich verdient. Beide Tore toll vorbereitet. Super. Ditken kommt, glaube ich. Und noch. Wer ist das? Der ganz neue, Irvine kommt, der Australier mit seinem ersten Einsatz. Willkommen am Millantor mit einem 2-0-Sieg hoffentlich oder vielleicht sogar einem 3-0-Sieg. Mal schauen, was da 3-0 kommt. Ist auch drin, ne? Ja, also geht noch was. Noch da. Der Tipp ist noch da. Guido Burgstaller, alter Schwede. Ja, da hat Schulde ganz lange gewartet, weil er gar nicht wusste, wen er überhaupt zuerst rausnehmen soll. Ja, das war tatsächlich so. Mackinock hat tatsächlich sich auch schon diverse Male ans Bein gegriffen. Oh. Wieder eine tolle Chance für Ditten. Und Medic hat tatsächlich auch schon Krämpfe angezeigt im Wadenbereich. Und Kreh, wie gesagt, auch. Aber hat ihm tatsächlich nicht geschadet, dass er noch auf dem Platz war und das Tor so vorbereiten konnte. Herrlich. Also der Jan hat St. Pauli heute alles abverlangt, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie die Blitztabelle aussieht, aber zumindest ist das vom Ergebnis durchaus verdient, was hier passiert ist. Deswegen habe ich auch kein Problem mit dem 2-0. Hui, der war knapp. Ja, Marcel Hartl nochmal mit einem tollen Schuss. Er hatte seine beste Szene, hatte ich gerade gesehen, war bei einem Fallrückzieher im eigenen 16-Meter-Raum, den er geklärt hat. Das war auch sensationell. Also technisch ist der Mann sehr beschlagen. Ja, heute sowieso ein paar schöne Kabinettstückchen gesehen, die Kunst des Spiels ausmachen. Genau. Und wo hinter uns wirklich Leute sind, die das nicht zu honorieren wissen. Ja, und jetzt stehen alle Leute auf, auch hier bei den Sitzplätzen. Alle stehen und singen Ole Ole. Das ist, fühlt sich nach mehr an. Ja, ihr kriegt noch ein bisschen Atmo und wir genießen die letzten 2-3 Minuten am Millantor. Lars Ritzka ist gerade eingewechselt worden. Tatsächlich auch einer aus der U23, glaube ich. Der kriegt jetzt hier auch noch ein paar zweite Bundesliga-Minuten sozusagen. Ja, das ist doch toll, dass die Leute hier tatsächlich den Einsatz bekommen. Und man kennt ja auch mit der zweiten Luft. Ja, genau. Also die ackern und hauen sich tatsächlich auch in der Nachspielzeit hier noch so rein. Also das ist wirklich
Sensationell, ich bin echt begeistert. Den Sonderapplaus für Leon Paccarada, gerade ausgewechselt. Läuft hier gerade unter uns rum an der Eckfahne mit dem Jolly Roger drauf. Hey, ja, yippie, yay, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hafez Aremu heute mit einem ganz starken Spiel. Ja, nachdem er den einen Aussetzer hatte, der fast zum Gegentor geführt hat, hat er das danach tatsächlich, oh, das war nochmal eine Ecke auf dem kurzen Pfosten, Außennetz, nochmal eine Chance für Regensburg in der Nachspielzeit. Aber wie gesagt, ich würde heute gar keinen tatsächlich negativ rausheben, weil es war wirklich durchweg, hat die Mannschaft komplett souverän gespielt und jetzt ist das Spiel auch beendet. Oh, Abpfiff. 2:0 gewinnt der FC St. Pauli, hochverdient. In einem intensiven Spiel. Danke, St. Pauli. Danke, Melanthor. Und wir sprechen demnächst über Kunst, Kumanschen und... Kumanschen, das hast du das schon aufgelöst? Und über Josef, wie er die Welt zeigt. Tschüss, Josef. Josef, wie er die Welt zeigt, am 1. bis 16. Oktober in der Tonali-Galerie im kleinen Kielort. 6 ja. Fotos von Josef Wutz, der schräg hinter uns saß heute. So, das war's. Sonntag am Melanthor. 2:0 könnten wir uns dran gewöhnen. Genießt das Restwochenende mit 3 Punkten. Wir melden uns wieder, wenn das FC St. Pauli das nächste Tor schießt. Die schießen jetzt bestimmt noch eins in der Kabine. Pop.